jetzt. Live aus Köln. Der Presseclub mit Jörg Schönborn. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Sonntagmittag. Zu den vielen Versprechen, die die Ampelkoalition uns in ihrem Koalitionsvertrag gemacht hat und die jetzt wegen steigender Zinsen und Preise und wegen der Kriegskosten nicht gehalten werden können, gehört eine Neuaufstellung der Pflegeversicherung. Die Zahl derer, die auf Pflege angewiesen sind, wird in den nächsten Jahren deutlich ansteigen. Aber schon jetzt hat die Pflegeversicherung jedes Jahr rote Zahlen. Eigentlich hatte die Bundesregierung versprochen, dass so wie bei der Rente zum Beispiel längst üblich aus dem Steuertopf direkt Aufgaben der Pflegeversicherung unterstützt werden. Aber mit Blick auf das Haushaltsloch ist nun in diesen Tagen im Bundestag eine Reform auf dem Tisch, die von Kritikern als Reformchen bezeichnet wird. Wenn sie nächste Woche verabschiedet wird, steigen für uns alle zum 1. Juli die Beiträge, die wir bezahlen müssen. Und Anfang nächsten Jahres werden dann die Leistungen aus der Pflegeversicherung in gewissem Umfang erhöht. Die Interessenverbände aus dem Sozialbereich schäumen. Das sei zu wenig, zu spät und erst recht nicht das, was versprochen wurde. Unser Thema heute: zu wenig Geld und Personal. Wie sichern wir die Pflege? Und ich freue mich auf diese sehr kompetente Runde. Liane Bettnarz ist bei uns, freie Journalistin, schreibt unter anderem für Spiegel und die Neue Zürcher Zeitung und ist selbst persönlich gerade in Pflegefragen sehr erfahren. Ich begrüße David Gutensohn, Redakteur bei Zeit Online und Autor eines Buches zum Thema. Herzlich willkommen Klaus Fussek, Publizist und einer der bekanntesten Fachautoren zum Thema Pflege. Und Eva Quadbeck ist wieder bei uns, Chefredakteurin des Redaktionsnetzwerks Deutschland, das verschiedene Regionalzeitungen in Deutschland mit Texten und Inhalten bedient. Frau Quadbeck, ein paar Zahlen vorweg. 5 Millionen Menschen etwa beziehen Leistungen aus der Pflegeversicherung. Die allermeisten werden zu Hause gepflegt. Weniger als 1 Million sind im Heim. Und die Pflegereform soll jetzt mehr Geld, rund 6 Milliarden zusätzlich durch steigende Beiträge, in das System bringen. Schauen wir zunächst mal auf die positiven Seiten. Was gibt es an der Pflegereform, wo Sie sagen, das ist gut im Paket und das ist richtig, das hat Karl Lauterbach gut gemacht? Also gut ist natürlich grundsätzlich, dass das Pflegegeld für die pflegenden Angehörigen erhöht werden soll. Das ist dringend geboten. Das war ja auch im Koalitionsvertrag so festgelegt. Es ist nicht genug, da haben die Pflegeverbände recht, zumal es ja versprochen worden war, dass es 2022 schon dynamisiert werden soll. Und hätte man das Herz gehabt, es 2022 zu machen, dann wäre es vor der Inflation gewesen und dann wären die pflegenden Angehörigen jetzt besser bedient. Aber immerhin 5% soll die Erhöhung sein. Und pflegende Angehörige sollen auch mehr Möglichkeiten haben, eine bezahlte Auszeit zu nehmen. Da werden noch mal 10 Tage im Jahr draufgesattelt. Dann werden halt aber eigentlich... Wir machen die Runde weiter. Herr Gutensohn, Sie haben das auch ganz genau und kritisch betrachtet. Was finden Sie gut? Was ist richtig? Eine gute Sache finde ich, das, was Sie angesprochen haben, das Pflegeunterstützungsgeld, das kommen soll. Also, dass wirklich Menschen, die Angehörige pflegen, in Zukunft 10 Tage im Jahr bezahlte Auszeit nehmen können von ihrem Job und das zu tun. Das ging bisher 10 Tage aber aufs ganze Arbeitsleben gesehen. Das ist auch wirklich eine gute Maßnahme, die eingeführt wurde. Andere Punkte, beispielsweise die angesprochene Erhöhung, die kommen soll, der Pflegegelder zum 1. Januar des kommenden Jahres um 5%, die würde ich dann doch sehr stark kritisieren, weil 5% natürlich in Zeiten dieser Inflation deutlich zu wenig sind. Frau Bettnarz, was sehen Sie auf der Habenseite? Ich kann mich dem nur anschließen. Also ich würde sagen, diese 5% ist letztlich Kosmetik, um mal das in einer Zahl festzumachen. Beim Pflegegrad 4, also es gibt insgesamt 5 Pflegegrade, ist im Moment die Summe für die pflegenden Angehörigen zu Hause 728 Euro. 5% sind dann ungefähr 36 Euro. Also das deckt in keiner Weise die, auch wenn man ambulante Dienste hinzuzieht, die natürlich jetzt auch erhöhen in Zeiten der Inflation. Also für mich ist es, wie gesagt, Kosmetik hat eher Symbolwirkung. Herr Fussek, was finden Sie gut? Ja, es fällt ihm schwer. Ich bin seit über 40 Jahren in der Pflegeszene unterwegs und ich habe x Pflegereformen und Reformchen erleben dürfen. Und jedes Mal waren es Reformchen und mir ist es immer so vorgekommen, als wenn wir versuchen, mit einer Wasserpistole einen Waldbrand zu löschen. Wir wissen alle Bescheid, dass wir ein Ausmaß haben. Ich habe hier mal so ein Flugblatt mitgebracht. Es reicht nicht so nicht, Herr Blüm. Wir wollen qualifiziert pflegen können. Wir wollen gesetzliche Rahmenbedingungen. Herr Fussek, ich komme noch mal zu meiner Frage zurück. Was finden Sie gut? Was geht in die Richtung? Also gut ist, man wird bescheiden in dieser Diskussion, dass darüber mal wieder geredet wird. Das ist es, dass die Angehörigen etwas mehr Geld bekommen. Aber ich würde einfach sagen, im Gesamt der Problematik, der gesellschaftlichen Herausforderung, ist es, wie man so sagt, besser als gar nichts. Selbst Bundesminister
Karl Lauterbach, der das Ganze in den Bundestag eingebracht hat, hat offenbar den Eindruck, da muss mehr passieren, als im Moment auf dem Tisch liegt, diese Woche im Bundestag. Klar ist, und das wird von mir hier nicht beschönigt, verschwiegen, irgendetwas, klar ist, wir sind, was die langfristige Finanzierung der Pflege angeht, sind wir an einem Wendepunkt. Das jetzige System kann man nicht dauerhaft so weiter ausbauen, wie wir es jetzt gemacht haben. Es muss anders gemacht werden. Und darüber werden wir eine Debatte führen in diesen parlamentarischen Beratungen. Wir werden im nächsten Jahr dazu auch einen Vorschlag machen als Bundesgesundheitsministerium. Das stimmen wir mit anderen Ressorts ab. Und da werden dann die Fragen gestellt werden. Brauchen wir mehr Steuern? Dann muss aber auch gesagt werden, welche Steuer wird erhöht? Weil aus den derzeitigen Steuern ist das nicht bezahlbar. Wenn wir mehr Steuern wollen, dann muss man sagen, welche Steuer kommt. Wir werden darüber reden, also wie wir die Beitragssätze staffeln. Wir werden darüber reden, gehen wir in Richtung einer Vollkaskoversicherung, was ich richtig fände. Alles ist offen. Da ist ganz viel drin, was er auf die Zukunft verschiebt, Herr Gutensohn. Vieles von dem, was er sagt, hat einfach damit zu tun, ob mehr Geld in die Pflegeversicherung ins System kommt. Fangen wir damit mal an. Wie viel mehr Geld braucht die Pflege oder braucht sie das gar nicht? Also er spricht die richtigen Punkte in seiner Bundestagsrede an. Es braucht deutlich mehr Geld und diese Reform, die jetzt verabschiedet wurde, geht gar nicht in die richtige Richtung, dass wirklich eine große Summe an Geld zur Verfügung gestellt wird. Er spricht ja da in die Richtung Pflegevollkaskoversicherung, das, was ja auch im Koalitionsvertrag angesprochen wurde und eine der Forderungen der SPD schon lange ist. Also wir müssen sagen, die Pflegegelder, die jetzt sozusagen zur Verfügung gestellt werden und dass wir jetzt hingehen und die Pflegebeiträge kleines bisschen erhöhen, die monatlich gezahlt werden müssen. Also wir gehen da von 3,4% auf 4% hoch für Menschen, die keine Kinder haben. Menschen mit Kindern müssen auch ein bisschen mehr bezahlen, aber ein Stückchen weniger als Kinderlose. Das ist alles Systemherumdokterei. Da haben wir keine wirkliche große Reform, die wir hier gerade sehen können. Also da müssten wir über ganz andere Summen sprechen und auch über eine ganz andere Finanzierung und Form dieser Pflegeversicherung. Also wir alle bringen jetzt 6 Milliarden mehr auf durch die höheren Beiträge, die wir bezahlen. Kinderlose besonders viel. Je mehr Kinder unter 25 Jahren man hat, desto geringer ist der eigene Beitrag. Wir sagen, das reicht für ein paar Jahre. Also wir haben jetzt gerade gesehen, dass die Pflegeversicherung, der fehlt ungefähr 2 Milliarden Euro. Das ist sozusagen das Loch, das wir gerade beobachten können. Das wird jetzt mit diesem Reformchen etwas gestopft. Aber wir werden dieselbe Diskussion in 3 oder 4 Jahren, also in der nächsten Legislaturperiode, genauso wieder haben. Frau Quadbeck. Ja, also ich würde bei dieser Debatte brauchen wir eine Pflege-Vollkaskoversicherung sagen, Vorsicht an der Bahnsteigkante. Deutschland ist... Wobei mein Kopf über dieses Wort stolpert. Also ich glaube, ich bräuchte noch einige Erklärungsschritte, um zu verstehen, was damit gemeint ist. Das bedeutet, also Vollkasko bedeutet, dass alle Risiken, wenn man im Alter Pflegefall wird, abgesichert sind. Das heißt, man müsste nicht... Das ist heute nicht so. Das ist heute nicht so. Die Menschen müssen relativ hohe Beiträge selbst leisten, wenn Angehörige im Heim sind. Muss ich bei meiner Vollkasko-Versicherung auch. Habe ich auch einen Eigenanteil. Ja, je nachdem, wie die abgeschlossen ist. Also Vollkasko heißt aber eigentlich, dass alle Risiken abgedeckt sind. Mhm. Und wenn man privat Vollkasko abschließt, dann kann man natürlich immer noch sagen, ein Eigenanteil bleibt. Aber Vollkasko würde bedeuten, alle Risiken sind abgesichert. Und dann wäre aber auch die Frage, wie geht man mit pflegenden Angehörigen um? Das ist ja gar nicht so trivial. Man kann denen ja nicht eine volle Lohnersatzleistung geben. Also auch das ist mal so ein Begriff, der noch gar nicht ausbuchstabiert ist. Aber ich wollte eigentlich auf diesen Punkt kommen, Vorsicht an der Bahnsteigkante, wenn wir sagen, da muss ganz viel mehr Geld ins System. Ja, das wäre wünschenswert, aber Deutschland ist bereits Vize-Weltmeister, was Steuern und Abgaben angeht. Und dann muss man, das hat Lauterbach ja auch gesagt, fragen, wo soll das Geld eigentlich herkommen? Und wenn man da am einen Ende des Tischtuchs zieht, wird sie halt am anderen Ende, wird das Tischtuch kürzer. Und das ist etwas, was in dieser Debatte dann immer ausgeblendet wird, wenn gesagt wird, da muss einfach nur mehr Geld ins System. Ich glaube schon, dass wir eher versuchen müssen, mit diesem System, die Teilkasko, und dass Menschen auch noch Eigenverantwortung haben für den Pflegefall im Alter, dass man eher versuchen muss, das so humanitär wie möglich und auch so effizient wie möglich aufzustellen. Danke für Ihre Anmerkungen in den sozialen Medien, bei Presseclub und Tagesschau wird die Sendung wie immer gestreamt. Ich beobachte das und würde gerne aber noch mal, Herr Fussek, Frau Bettertz, vielleicht können Sie uns helfen. Ich habe es noch nicht verstanden, Vollkaskoversicherung. Also was wird im Moment bezahlt und warum ist das nicht okay? Also ich frage mich, ob wir nicht die Diskussion mal tatsächlich etwas umdrehen müssen. Mehr Geld in ein System, in ein Pflege- und Gesundheitssystem, das absolut intransparent ist. Wieso wir eigentlich... Helfen Sie doch einmal transparent machen. Also die meisten... Ja, Vollkaskoversicherung heißt halt... Nee, Herr Fussek, die meisten Menschen pflegen nicht oder sind nicht pflegebedürftig. Also was leistet die Versicherung? Nee, ich glaube, das ist andersrum. Ich glaube, alle Menschen, die heute zuschauen, werden mit diesem Thema konfrontiert. Ja. Alle.
Es wird niemand geben, der dafür. Aber was würden Sie nach heutigem Stand erwarten können? Ich möchte gerne aus der Perspektive der Pflegenden, der Pflegebedürftigen und natürlich auch der Pflegekräfte erklären, was brauchen wir, um würdevoll gepflegt zu werden? Und was darf das kosten? Wir müssen können wir das zurückstellen? Weil ich würde das Publikum aber das ist gerne für mich die zentrale Frage. Nein, Herr Fussek, wir sprechen über etwas, wo Sie sich jeden Tag mit beschäftigen. Ja. Aber was natürlich für die meisten Menschen nicht Alltag ist. Also deshalb gerne noch mal zum Verständnis. Was ist der Kern des Systems, mit dem wir im Moment zu tun haben? Frau Bettnarz, können Sie helfen? Es gibt zwei Säulen, eben die pflegenden Angehörigen, die zu Hause pflegen, dafür Pflegegeld bekommen. Und es gibt die Heimpflege. Wir haben insgesamt 5 Millionen Pflegebedürftige. Und davon sind 915.000 in etwa in Pflegeheimen. Mhm. Und Teilkasko heißt, es wird eben nur ein Teil der Kosten erstattet. Der durchschnittliche Heimplatz kostet im Moment 2.411 Euro. Und die Durchschnittsrente, das variiert ein bisschen je nach Ost und West oder Frauen und Männer, liegt bei 1.200 Euro. Das Durchschnittseinkommen von Rentnern. Genau, so. Und die Grundsatzfrage, die man sich stellen muss, für sehr vermögende Leute sind diese Zuzahlungen kein Problem. Mhm. Für Leute ohne Vermögen zahlt das Sozialamt. Genau. Und diejenigen, die im Grunde ihr ganzes Leben hart gearbeitet haben, und damit meine ich jetzt auch nicht unbedingt die Topverdiener, sondern einfach Leute, die ein sehr normales Einkommen haben und sich vielleicht ein kleines Häuschen zusammengespart haben oder ein paar 10.000 Euro, da sind, wenn sie diese Summen sehen, sind die Ersparnisse extrem schnell weg. Und da ist die Frage, ist das fair? Weil man aus den Heimen hört, dass das die Leute sehr, sehr belastet. Und innerhalb von kürzester Zeit, wenn beispielsweise ein Ehepartner muss ins Heim und die Kosten sind zu Beginn deutlich höher, das wird dann durch Zuschüsse abgesenkt, da kommen wir vielleicht noch drauf, dann stellt sich schnell auch die Frage, wie sozusagen derjenige, der Ehepartner, der zu Hause noch ist, seinen Lebensunterhalt finanziert. Also das ist sozusagen diese sehr hohe Lücke, die wir haben. Und dann ist die Grundsatzfrage, wollen wir die schließen oder sagen wir, man muss alles Vermögen einsetzen, was man hat? Dann bleiben wir bei diesem Fall der Menschen im Heim, für die ein Eigenanteil Pflicht ist, der von Gutverdienenden zu zahlen ist und von Menschen, die wenig haben, entweder vom Sozialamt oder vom Ersparten aufgebraucht werden muss. Herr Fussek, ist das so richtig, dass wenn ich mein Leben lang versucht habe, sparsam zu sein und einiges auf die Kante gelegt habe, ich das zunächst aufbrauchen muss und dann zum Sozialamt gehen muss? Ich sage es mal etwas pragmatisch. Eine Gesellschaft, die sich mit diesem Thema überhaupt nicht beschäftigt, überhaupt nicht befasst und erst sich damit beschäftigt, wenn sie betroffen sind, ist das halt die Antwort. Ich habe mit meinen Geschwistern 10 Jahre meine Eltern gepflegt. Wir haben sie zu Hause, wir haben das geschafft, wir haben sehr viel Glück gehabt. Und natürlich war es für uns selbstverständlich, dass wir das Häuschen meiner Eltern verpflegt haben. Das heißt, sie haben es verkauft und wir haben es verkauft, weil die Eltern durften dort weiterleben. Ja. Wir hatten zur Unterstützung legalisiert Frauen aus Osteuropa, aus Rumänien, die uns unterstützt haben. Und selbstverständlich wurde das komplette Haus verpflegt. Wir hatten aber keine Erbschaftsstreitigkeiten in der Familie. Und es war uns klar, das war die Alterssicherung unserer Eltern. Das war nicht unser Geld. Und die Diskussion draußen, die wir führen, ist ja überhaupt nicht über Qualität in den Heimen, wie gut die Pflege ist. Es geht nur darum, wie finanzieren wir das. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, diese Diskussion, man muss sich auch in den Heimen vorstellen, sie zahlen ja für schlechte Pflege genauso viel Geld wie für gute Pflege. Sie wissen überhaupt nicht, das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt überhaupt nicht. Nein, wir müssen die Pflege auf den Prüfstand stellen und wir müssen uns draußen klar machen, wer will denn überhaupt ins Heim? Wir brauchen, das System muss verlagern, das heißt, wir brauchen eine Kommunalisierung. Die Pflege muss in den Gemeinden geleistet werden. Wir brauchen Wohngemeinschaften. Die Angehörigen müssen massiv unterstützt werden. Ich sage das immer so wie Rechtsanspruch auf Kita-Platz, Rechtsanspruch auf eine Tagespflege. Weil wenn uns die Angehörigen kollabieren und diese paar Euro, die sie da jetzt mehr bekommen, Entschuldigung, das ist beschämend. Also das ist würdelos. Und man kann es auch nur machen, weil die Angehörigen ja gar keine Kraft haben, sich zu wehren. Herr Fussek, danke. Ich habe gemerkt, Ihnen war es wichtig, das zu sagen. Deshalb, ich hatte Sie zweimal unterbrochen. Kein Problem. Ist Ihre Position jetzt deutlich geworden? Ich komme aber zurück zur Diskussion. Frau Bettnarz hat erklärt, eine Frage in der Diskussion ist, ist es fair, dass ich mein Vermögen aufbrauchen muss, dass ich mich am Ende beim Sozialamt melden muss,
um die Heimkosten für die Pflege zu bezahlen. Herr Gutensohn, wie ist aus Ihrer Sicht der richtige Weg? Ich glaube, wir müssen erstmal unterscheiden zwischen Eigenanteil, den man leisten muss, und zwischen Vermögen, den man hat. Mhm. Also das Eigenanteil, den man leisten muss jeden Monat, der liegt, wie Sie schon gesagt haben, ungefähr bei 2.400 Euro. Das ist nicht der gesamte Platz, den man bezahlt, der kostet um die 5.000 Euro, sondern das ist dann wirklich der Eigenanteil, den man eben, weil es keine Vollkaskoversicherung gibt, am Ende monatlich bezahlen muss. Das können sehr viele Menschen, die in Rente sind, nicht tun. Die Durchschnittsrente liegt bei 1.300 Euro im Monat. Wobei man sagen muss, Menschen leben nicht nur von Rente, also Rentner haben durchschnittlich ein Einkommen von etwa 2.000 Euro, genau. Aber es reicht genau. trotzdem. Aber trotzdem ist das eine Summe, die natürlich die meisten Leute in Deutschland nicht bezahlen können. Und deshalb geht es nämlich darum, dass wir dann am Ende sagen, das läuft im Moment in diesem jetzigen System so, dass man dann auch an das Vermögen der Personen herangeht. Dass man dann auch das Eigentum, das Haus, das Vermögen, das man aufgebaut hat, anrechnet auf den Pflegeplatz. Und das finde ich tatsächlich eine ziemlich sinnvolle Entscheidung. Das muss auf diesem Wege sozusagen funktionieren, eben weil wir keine Vollkaskoversicherung haben. Und so wie ich das Eigentum und Haus verstanden habe, ist das immer ein Teil der Altersvorsorge. Genau. Und Altersvorsorge bedeutet für mich nicht nur, dass ich damit dann in der Rente günstig wohnen kann und das so ein bisschen kompensieren kann, dass ich dann weniger Geld zur Verfügung habe, sondern eben auch, dass ich gepflegt werde und dass das bezahlt wird. Und deshalb finde ich das sinnvoll. Frau Quadbeck und Frau Bettnerz. Ja, das ist aus meiner Sicht auch eine Frage von sozialer Gerechtigkeit. Also wenn beispielsweise jemand ein Haus hat, das 500.000 Euro wert ist, aber eben kein Alterseinkommen, das das Heim tragen könnte, dann bin ich auf jeden Fall der Meinung, dass das Haus verkauft und eingesetzt werden muss, weil den Heimplatz, diese Vollkaskoversicherung, ohne dass das eigene Vermögen eingesetzt wird, müssten ja diejenigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer finanzieren, die sich dann wiederum, die so viele Steuern und Abgaben leisten müssten, dass sie sich wiederum selber kein Wohneigentum leisten müssen. Und da wäre dann einfach auch eine Schieflage in der Gesellschaft, die aus meiner Sicht auch zu großem Unmut führen könnte. Und deshalb schließe ich mich an, also ja, da kommen wir gar nicht umhin. Das sind bestimmt im Einzelfall, können das auch Härten sein, wenn sowas eingesetzt werden muss. Und vor allen Dingen, wenn es eben auch um die Leute geht, die sonst kein großes Vermögen haben, sondern wirklich vielleicht nur das eine Häuschen sich angespart. Das ist auch emotional sicherlich schwierig, aber da kommen wir gar nicht umhin, wenn wir da eine gewisse Gerechtigkeit in der Gesellschaft walten lassen wollen. Ja, ich sehe das fundamental anders, weil die Frage ist, zum einen führt es zum Fehlanreizen. Also man spart ja und baut sich etwas auf, auch in der Hoffnung, es weitergeben zu können an die Kinder. Und ich bin durchaus ab einer gewissen Vermögensgrenze, ja, sicherlich muss man dann auch was einsetzen. Aber dass man jetzt sagt, es muss wirklich das komplette Vermögen eingesetzt werden, führt dazu, also sehr böse gesagt, jemand, der merkt, er wird langsam dement und das alles verpasst, was er noch hat, kann direkt zum Sozialamt gehen, während derjenige, der es versucht noch zusammenzuhalten, kann davon ausgehen, dass dann alles in das Heim fließt. Ist das sozusagen, wenn man sagt, man möchte eine Gesellschaft auch haben, die spart und sich etwas aufbaut, bin ich mir nicht sicher. Und die zweite Frage ist das bei diesen extremen Kosten, und ich sage das dann durchaus auch, weil ich insgesamt 9 Jahre Heimpflege jetzt der Eltern habe, ist das wirklich noch ein allgemeines Lebensrisiko, wenn man überlegt, dass ja auch die Krankenversicherung ist auch eine Vollkaskoversicherung. In anderen Ländern läuft das anders. Ist natürlich richtig, die Finanzierung. Und da muss man auch mal schauen, wer zahlt eigentlich auch in die Pflegeversicherung ein. Also es gibt eine Beitragsbemessungsgrenze, das heißt also bis 5.000 Euro zahlt man einen bestimmten Betrag in die Pflegeversicherung ein. Alles darüber ist bei der Krankenversicherung dasselbe, zahlt man nicht. Also sprich, Leute, die sehr gut verdienen, zahlen prozentual weniger in die Sozialsysteme ein als Menschen, die unter 5.000 Euro verdienen. Ist das gerecht? Müsste man die nicht? Da bin ich selbst betroffen. Das heißt, wenn Anwälte, ich in der Krankenversicherung das Pech habe, sehr, 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 sehr teure Medikamente über viele Jahre zu brauchen, zahlt das die Gemeinschaft, ohne dass ich mein Vermögen aufbrauchen muss. Wenn ich lange pflegebedürftig bin und meine Familie viel Geld dafür im Heim ausgeben muss, dann habe ich einen großen Eigenanteil. Das ist der Unterschied, auf den Sie hinaus wollen. Herr Fussek, Sie haben gesagt, Sie haben mit Ihren Geschwistern zu Hause gepflegt. Das ist die Realität für die übergroße Mehrheit, wenn Pflege ansteht. Und auch da gibt es aus der Pflegeversicherung eine finanzielle Unterstützung, die sich nicht danach bemisst, welche Kosten man hat, sondern die einfach je nach Pflegegrad gezahlt wird. Das ist, wenn vielleicht der Partner in Rente ist und nicht mehr arbeiten muss, vielleicht noch ein kleines Zubrot für etwas, was man gerne macht aus Liebe. Das kann aber für Angehörige, die eigentlich selbst Geld verdienen müssen, auch eine soziale Härte sein. Was läuft da richtig und was läuft da falsch? Also ich denke, der Punkt ist, den ich vorher angesprochen habe,
Wir reden ja nur, was es kostet. Ich denke, wir sollten es mal umdrehen. Wie viel Geld wird in diesem System verschwendet? Ja? Allein die Tatsache, dass wir warten, bis Angehörige am Ende sind, ja, kostet ja mehr Geld, als würden wir sie bei Zeiten unterstützen. Würden zum Beispiel alle Unternehmen, wie manche wie Kindergärten, auch Tagespflegen für ältere Menschen haben, könnten pflegende Angehörige arbeiten, hätten wir mehr Angebote, Familienpflege, Nachbarschaftshilfen, Wohngemeinschaften, Tagespflegen, dann könnten die Angehörigen entlastet werden. Und das Dritte ist, das betrifft jetzt dann auch die Situation in den Heimen. Das heißt, wir haben ja ein absurdes Pflegesystem. Das heißt, wir pflegen die Menschen in die Betten, anstatt wir das Gegenteil machen. Das heißt, je höher der Pflegegrad ist, desto mehr Geld kriegen die Anbieter oder die Träger aus dem System, aus dem Pflegesystem. Und wir müssen es umdrehen. Es gibt ja tolle Beispiele, sowohl in der häuslichen Pflege wie der stationären Pflege, wo es genau andersrum läuft. Ja, wo gute Pflege belohnt wird, wo man dafür sorgt, dass die alten Leute möglichst lange selbstständig bleiben, dass sie Angebote in der Gemeinschaft haben, wo sie gebraucht werden. Ja, das wäre kostengünstiger. Ich würde es mal etwas sagen, verbessern wir endlich die Pflege und wir würden viel Geld sparen und nebenbei auch sehr viel Leid. Und ich glaube, das kommt bei diesen Reformen nie zur Sprache. Mhm. Wir geben immer nur mehr Geld ins System, anstatt dass wir uns ehrlich machen und sagen, was ist uns die Pflege wert? Ich komme noch mal zurück zu dem Schritt, den ich gerade angesprochen habe, Herr Gutensohn. Also pflegende Angehörige, Unterstützung nach Pflegegeld. Genau. Vom Grundsatz her richtig oder was muss sich da verändern? Vom Grundsatz her richtig. Wir müssen aber, vielleicht können wir das an einem Beispiel ganz konkret machen. Also pflegende Angehörige bekommen je nach Pflegegrad, also je nach der Schwere der Erkrankung oder der Demenz, zwischen 300 und 900 € im Monat. Und das soll im kommenden Jahr eben um diese 5% steigen. Das reicht in fast keinem Fall, um die Pflege, Sie haben das ja selbst erlebt, um die Pflege wirklich ausreichend zu finanzieren monatlich. Deshalb gab es im Koalitionsvertrag und jetzt eigentlich auch in diesem Gesetzgebungsverfahren ein Modul, das entwickelt wurde, und zwar das sogenannte Entlastungspaket. Das sogenannte Entlastungsbudget soll nämlich dazu führen, dass pflegende Angehörige auf einen gewissen Betrag im Jahr zugreifen können, aus dem sie dann daraus Geld schöpfen können, das sie für den Alltag, für Pflegemittel, für Hilfsmittel oder für den Pflegedienst eben einsetzen können. Das ist eine jahrzehntelange Forderung in der Pflegepolitik und die hat Karl Lauterbach in dem Gesetzesentwurf jetzt nicht berücksichtigt. Und wir müssen uns das mal vor Augen halten, es geht da um wirklich viel Geld. Und zwar liegen in den Kassen gerade 12 Milliarden € laut Berechnungen liegen darum. Die könnten wir sozusagen als pflegende Angehörige könnte man in den Pflegekassen? In den Pflegekassen 12 Milliarden €. Ich dachte, die hätten ein Defizit. Die haben ein Defizit, aber es gibt einen Sondertopf, aus dem man Geld schöpfen könnte, indem man Anträge beispielsweise für die sogenannte Kurzzeitpflege oder für die Verhinderungspflege stellt. Das große Problem ist aber, dass wir in Deutschland leben und dass wir ein sehr großes bürokratisches System aufgebaut haben. Also ich weiß das aus eigener Erfahrung, dass diese Anträge unglaublich kompliziert sind zu stellen und auszufüllen und dann auch diese Gelder zu bekommen. Und das wollte man eben ändern, indem man jetzt ein Entlastungsbudget einführt, auf das pflegende Angehörige unkompliziert, bürokratiearm, also eigentlich eine Kernforderung der FDP, darauf zugreifen können. Das findet sich aber jetzt in diesem Gesetzesentwurf nicht wieder. Frau Quadbeck. Ja, das ist aus meiner Sicht ein riesengroßes Defizit. Und wenn man das, was Herr Fussek gesagt hat und was hier gesagt wurde, nochmal zusammenführt, dann hätte man ja genau die Lösung, dass nämlich, wenn die Angehörigen dieses Entlastungsbudget hätten, im Moment sind ja 125 € im Monat, kann man frei einsetzen. Das ist ja wirklich nicht viel, wenn es darum geht, sich Zeit und Pflege einzukaufen. Aber in dem Moment, wo es ein veritables Entlastungsbudget für die Leute gäbe, würde ja auch so etwas entstehen, dass es auch Angebote gibt von Kurzzeitpflege, von Nachtpflege und man das selber sich nach seinen Bedürfnissen kreativ zusammenstellen kann. Was brauche ich, um selber mal als pflegende Angehörige in den Urlaub fahren zu können? Oder was mache ich, wenn ich selber krank bin und nicht so kann? Oder wenn ein anderes Problem in meinem Leben auftaucht? Oder wenn ich auf Dienstreise gehe? All solche Dinge. Und das würde mit diesem Budget möglich sein. Und das wäre auch deshalb so wichtig, weil 80% der Pflegebedürftigen werden zu Hause gepflegt. Und wenn das eines Tages wegbricht, also die Angehörigen das nicht mehr machen, dann haben wir ein noch viel größeres Problem, weil das wäre nicht zu finanzieren, dass diese Menschen alle in Heimen sind. Frau Bettenhardt, Herr Fussek. Ich kann also mit dem nur zustimmen. Und ich glaube, was so untergeht in der ganzen öffentlichen Diskussion ist, also erstmal, es ist ein Knochenjob in den Heimen. Ich habe nur positive Erfahrungen sowohl in dem Heim meines Vaters als auch meiner Mutter gemacht. Das sind wirklich sehr aufopferungsvolle, sehr nette Menschen.
Und ich finde es auch richtig, dass die Löhne der Pfleger erhöht werden. Nur, worüber eben nicht gesprochen wird, dass all diese Lohnerhöhungen und auch all die Erhöhungen jetzt bei der Verpflegung durch die Inflation, durch die Energiekosten, das wird eben alles umgelegt auf die Heimbewohner. Und der Ausgleich, der im Moment stattfindet, ist minimal. Also bei den Heimen zum Beispiel ist es so, wenn sie beim Pflegeeigenanteil, das sind ungefähr 1.100 Euro, je nachdem, ein bisschen mehr, wenn ab dem dritten Jahr im Heim, also ab dem 36. Monat, werden 70% dieser, aber nur dieser Kosten, also nicht der Verpflegung, erstattet. Sie verlieren mich gerade, es scheint wirklich sehr kompliziert zu sein. Nein, es werden ungefähr 70% erstattet und jetzt werden ab dem nächsten Jahr werden 75% erstattet. Ich habe das mal ausgerechnet für uns, es sind ungefähr 57 Euro, aber die Heimkosten steigen jetzt schon wieder in unserem Fall über 100 Euro. Das heißt, diese Mini-Anpassung nach oben gleichen noch nicht mal die Erhöhungsrunden in den Heimen aus. Herr Fussek. Also wir sind wieder dabei, wir führen eigentlich eine beschämende Diskussion. Also ich überlege mir mal, unsere alten Menschen, und es wird ja immer gesagt, die Deutschland wieder aufgeht und die schlimme Zeiten hinter sich haben, erleben eine Diskussion in der Öffentlichkeit, wo man, was seid ihr uns eigentlich noch wert? Also ein Karikaturist hat das mal so gesagt, ein Enkel fragt seine, oder die Großmutter fragt den Enkel, wie kann ich mich denn irgendwie nützlich machen? Und dann sagt der Enkel, Oma, denk doch nicht immer ans Sterben. Ja, man kriegt irgendwo ein bisschen Schnappatmung. Wir führen eine Diskussion, wie viel Geld haben wir? Also Pflege nach Kassenlage, das kann es doch nicht sein. Wir reden, und ich glaube, wir müssen diese Diskussion mal vielleicht das, was andere Gruppen auch machen, emotionalisieren. Wir reden über Grundversorgung, in den Heimen essen, trinken, zur Toilette gehen, an die frische Luft gehen, Kommunikation und vielleicht beim Sterben nicht allein lassen. Wir diskutieren allen Ernstes seit Jahrzehnten, wie viele Minuten darf man brauchen. Und jetzt jammern wir, dass wir so einen Pflegenotstand haben. Ich bin gleich soweit. Fussek, wir sind nur gerade in einer gesellschaftlichen Diskussion, wo der Bundestag über ein Gesetz diskutiert, wo es vor allem um die Frage geht, wie viel Geld wir... Herr Peters, wir diskutieren, ich weiß, dass Sie das anders sehen. Nee, wir diskutieren es nicht gesellschaftlich. Ja. Also mein Vorschlag wäre, und vielleicht ist er jetzt auch, die nächste Bundestagsdebatte oder im Gesundheitsausschuss müssen alle da sein, Präsenzpflicht. Weil Pflege hat mit Parteipolitik nichts zu tun, gar nichts. Auch nicht mit Ideologie. Alle Bundestagsabgeordneten, und davon werden die meisten auch irgendwie betroffen sein, ja, soll man sich mal hineinversetzen in die Situation. Und ich schlage jetzt mal was vor, was andere Aktionisten vielleicht machen. Niemand darf während der Sitzung zur Toilette gehen. Gut, mal als Idee. Ja, es geht um die Betroffenheit. Ja, aber das macht die Kassen ja nicht voll. Die Kassen. Ja, genau. Und die Gesellschaft muss dann klar erklären, was wollen wir bezahlen? Wir zahlen es doch immer. Wir zahlen es entweder über Beiträge oder Steuern. Wir zahlen es doch immer. Und wenn wir Lohnerhöhung für die Pflege, es gab doch noch niemand, der dagegen war, aber alle haben geglaubt, das Geld fällt vom Himmel. Ja, natürlich zahlen es wir, wenn Pflegekräfte besser bezahlt werden. Und das ist auch richtig. Herr Fussek, danke. Ich komme noch mal zurück. Also wir haben eine politische Debatte darüber, wie viel Geld für die Pflege zusätzlich aufgewandt worden ist, aufgewandt wird. Im Moment tun wir das als Beitragszahler. Lassen Sie uns den Rest der Sendung noch mal drauf schauen, wo könnte denn zusätzliches Geld herkommen? Sie haben, Frau Bettnartz, vorhin schon ein Stichwort angebracht, Beitragsbemessungsgrenze. Genau. Also wir unterstellen einfach mal, es wäre gut, Geld für die Pflege zu mobilisieren, und besprechen mal, wo könnte das herkommen. Vereinfacht gesagt werden eben, dass Menschen, die sehr viel verdienen, mehr als jetzt einzahlen in die Pflegeversicherung. Oder dass man eine sogenannte, das ist die Idee von Lauterbach, eine Bürgerversicherung schafft. Das gibt es in Skandinavien. Da zahlt also auch jeder Bürger einen bestimmten, deutlich höheren Beitrag in diese Versicherung ein, sodass dann im Grunde vielleicht ein fast Vollkasko gewährleistet ist. Das ist die Variante, dann kommt das Geld von den Bürgern. Was ist eine Bürgerversicherung im Unterschied zu der Versicherung, die wir im Moment haben? Naja, dass eben deutlich mehr eingezahlt wird. Und also zwar, gemacht wird, Beiträge erhöhen. Zweite Variante, dass man schaut, ob man beim Steueraufkommen vielleicht, dass man Steuern erhöht und darüber das Ganze gegenfinanziert. Und mein Vorschlag ist, man muss ja schauen, es gibt ja unterschiedliche Heime. Wieso kann es denn nicht sein, dass der Staat sozusagen ein Mindestmaß anbietet, der Pflege, die wirklich notwendig ist. Und dann können ja gerne privat geführte Heime können ja mehr anbieten, sind dann auch teurer, aber das eben nicht von vornherein. Also wir bleiben mal, Ihre beiden Vorschläge sind Steuern erhöhen für die Pflege und
Beiträge erhöhen im Versicherungssystem. Herr Gutensohn-Quadbeck. Ja, vielleicht können wir das konkretisieren. Es geht nicht darum, Beiträge zu erhöhen, sondern es geht darum, Menschen in das System einzahlen zu lassen, die bis jetzt noch keinen Euro einzahlen. Also Beamte und Selbstständige zahlen nicht in die Pflegeversicherung ein, genauso wie sehr Wohlhabende, weil die in private Pflegeversicherungen einzahlen können. Also es geht darum, in der Idee der Bürgerversicherung fürs Gesundheitswesen oder der Pflegevollkaskoversicherung ein System zu schaffen, in das wirklich alle Beteiligten in Deutschland einzahlen. Und dann können wir darüber sprechen, wie viel eingezahlt werden muss. Es gibt eine Beitragsbemessungsgrenze, die liegt ungefähr beim Einkommen von 60.000 Euro. Ab dem zahlt man dann sozusagen nur noch diese 4% ein und dann darüber hinaus steigt der Betrag nicht mehr. Das wäre zum Beispiel eine Idee, wo man sagen könnte, da greift man an, dann damit die Wohlhabenden noch mehr in das System einzahlen. Und letzter Punkt, was auch eine Diskussion wert wäre, ist, ob wir denn Vermögen beispielsweise oder Erbschaften beispielsweise oder Kapitalerträge, ob wir darauf eine Sondersteuer erheben wollen, die dann sozusagen in das System einfließen kann. Also wichtigster Punkt, alle müssen in dieses Pflegesystem einzahlen, denn alle werden am Ende pflegebedürftig. Frau Quadbeck. Also alle Einkommensarten heranzuziehen, das ist sicherlich eine Möglichkeit. Bei der Bürgerversicherung muss man natürlich auch wissen, dass wenn man die Beamten und die Selbstständigen mit reinnimmt, dass da auch Ansprüche entstehen. Dann, wenn man heute das Sozialversicherungssystem noch mal neu machen würde, am grünen Tisch, würde man sicherlich sagen, man macht nicht eine private und eine gesetzliche Versicherung, sondern würde es von Anfang an zusammenlegen. Also das, was jetzt als Bürgerversicherung benannt wird. Wenn man die Systeme heute zusammenführen will, ist das nicht ganz einfach, weil es ja bei der privaten finanzielle Rückstellungen gibt und das gesetzliche System ist ein Umlagesystem. Das heißt, man könnte es nur peu à peu machen, indem man die Jungen da reinwachsen lässt. Und damit ist aber auch nicht von heute auf morgen die Geldflut da, um entsprechend die Sozialsysteme auszustatten. Was man sicherlich machen kann, ist, dass man stärker versicherungsfremde Leistungen aus dem System rausnimmt. Ist eigentlich jetzt auch im Koalitionsvertrag vorgesehen, beispielsweise die Renten. Punkte, die die pflegenden Angehörigen bekommen, das wird auch noch über die Pflegeversicherung bezahlt. Das ist so eine versicherungsfremde Leistung. Das sind so die Stellschrauben, an denen man drehen könnte und sagt, das muss auf jeden Fall über Steuermittel finanziert werden. Aber wenn wir jetzt dabei sind und sagen, die Beitragsbemessungsgrenze erhöhen, kann man sicherlich noch bis zu einem gewissen Grad tun. Man darf aber nicht vergessen, das trifft ja dann auch Leute, die durchaus mittlere Einkommen haben. Man ist ja jetzt noch nicht so wohlhabend, wenn man in diesem 60.000 bis 80.000Euro Jahresgehaltbereich liegt, zahlt aber in diesem Bereich schon sehr hohe Steuern. So, also und da wäre ich dann wieder an meinem Punkt, dass wir schon Steuer- und Abgabenweltmeister sind. Ich sag mal, was mir gerade durch den Kopf geht. Also Sie alle nennen viele Details eines sehr komplizierten Systems, wo man, glaube ich, viel Zeit aufbringen muss, um sie im Detail zu verstehen. Wir haben in den letzten Jahren einen Staat gehabt, der nicht nur massiv mehr Steuern eingenommen hat, zum ersten Mal 1 Billion Euro in diesem Jahr, sondern auch in großen Mengen Geld ausgegeben hat. Für Rentnerinnen und Rentner sind die Leistungen teilweise über das eigentlich gesetzlich Vorgesehene hinaus gesteigert worden. Die Mütterrente kostet uns viele Milliarden, Kindergeld, Kinderzuschlag 7 Milliarden, Bürgergeld ist erhöht worden, für die Bundeswehr gibt es Geld, die Energiepreise werden gedeckelt durch Milliarden. Also der Staat scheint sehr, sehr viel Geld zu haben und sehr, sehr viel Geld auszugeben. Ist die Pflege einfach nicht bedürftig genug? Also ist in der Pflege genug Geld und es ist gar nicht nötig? Oder haben wir eine Politik, die ein wichtiges Feld vernachlässigt, wo das vielleicht besser aufgehoben wäre als in der Mütterrente? Frau Bettner, das ist eben diese Grundsatzentscheidung, die man treffen muss. Und wir haben jetzt, ich rede jetzt nur über die Heimbewohner, bei ungefähr 900.000. Es ist hochgerechnet, bei diesen 2.400 Euro im Schnitt wären es ungefähr 26 Milliarden pro Jahr. Wenn man dann wieder den Rentenanteil rauszieht, sind es vielleicht minus 9, 17 Milliarden. Will man das ausgeben oder nicht? Und man hat in der Tat ja auch Geld für andere Bereiche. Oder sagt man, das wird auch diskutiert, dass man sagt, die Leute müssen sich privat absichern durch private Pflegeversicherung. Da lauern dann aber auch wieder viele Fallstricke. Das ist relativ teuer. Und dann ist es schwierig, gerade wenn sie Rentner sind, das noch zahlen zu können. Und wenn sie vorerkrankt sind, dann müssen sie hohe Risikoabschläge zahlen, wenn sie überhaupt aufgenommen werden. Das ist auch noch eine Variante. Ich würde aber eher dafür plädieren, dass man in Richtung dieser Bürgerversicherung geht, auch als solidarisches Prinzip. Ja, also meine Frage war, wir geben sehr, sehr, sehr viel Geld aus, haben gerade auch sehr viel Schulden aufgenommen, aber die Pflege ist
bislang nicht berücksichtigt. Herr Fussek, Frau Quadbeck, Herr Gutensohn. Wir geben im Pflege- und Gesundheitssystem Milliarden aus. Wir könnten Krankenkassen und Pflegekassen zusammenlegen. Wir könnten den ganzen Bürokratieabbau. Wir leisten uns den Irrsinn, dass wir 16 verschiedene Pflegesätze haben. Wir leisten uns den Irrsinn, dass, das habe ich ja vorher schon gesagt, dass wir Millionen ausgeben für völlig überflüssige Krankenhausaufenthalte. Würden wir einen Arzt in ein Pflegeheim stellen, könnten wir sehr viel Geld sparen. Ja, also es gäbe im System so viel Einsparungsmöglichkeiten. Und wir dürfen wir eines nicht vergessen. Mit Pflegeheimen sind sie noch an der Börse. Also man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein Pflegesystem kollabiert seit Jahrzehnten. Wir schauen zu. Das und heißt, Herr Fussek, es gibt gute Gründe, dass die Bundesregierung, der Bundestag das Geld jetzt für andere Dinge ausgegeben hat. Nein, nicht für andere. Wir müssen schauen, wohin kommt das Geld. Wir müssen dafür sorgen, dass das Geld, was ins System kommt, ganz konkret bei den pflegenden Angehörigen ankommt, bei den pflegebedürftigen Menschen ankommt und natürlich auch bei den Pflegekräften. Und dass im Heim geschaut wird, kommt das Geld, was das Heim bekommt, auch bei den Pflegebedürftigen an. Aber es kann doch nicht sein, dass wir für schlechte Pflege Milliarden ausgeben und einfach nur immer wieder Geld hineinstecken. Das Geld ist komplett intransparent. Frau Quadbeck. Also zwei Punkte auf Ihre Frage. Das System ist intransparent. Also ja, die Große Koalition hatte die Kassen so voll, dass sie teilweise auch Geld für Sozialpolitik ausgegeben hat. Sie haben das Stichwort Mütterrente genannt. Sicherlich kann man auch noch die vorgezogene Altersrente, also die sogenannte Rente ab 63 nennen. Die auch, also beides kostet Milliarden. Da hätte man natürlich eher gucken sollen, kann man das Geld nicht besser in die Pflegeversicherung geben und dort die Leistungen ausweiten? Das waren falsche Entscheidungen der Großen Koalition. Ist ja damals auch heiß umkämpft gewesen. Ist es politisch attraktiver, denselben Menschen mehr Rente zu versprechen, statt ihnen bessere Pflegeleistungen zu versprechen? Das waren Wahlkampfversprechen von SPD und von Union. Und dann haben sie die Große Koalition gemacht und beides umgesetzt, weil zu dieser Zeit das Geld da war. Aber es wird uns natürlich jetzt noch über Jahre begleiten. Und die Pflege hat tatsächlich eine sehr kleine Lobby. Also es gibt, die Ärzte haben unheimlich starke Lobby im Gesundheitswesen und auch die Pflegekräfte im Krankenhaus, dadurch, dass die gewerkschaftlich besser organisiert sind, haben eine bessere Lobby. Während die Lobby der Pflege ist wirklich klein. Es gibt Einzelne, die immer wieder ihre Stimme erheben, aber letztlich und auch die Angehörigen sind oft so belastet, dass sie das überhaupt nicht schaffen, sich zu organisieren. Und die Pflegebedürftigen selbst haben da einfach die Kapazität nicht mehr zu. Und das ist auf jeden Fall eine Schieflage im System und deshalb, ja, die Pflege braucht mehr Lobby. Also mein Vorschlag wäre, wenn ich als Vorschlag... Herr Gutensohn, dann sind Sie ja. Also ich würde das unterstützen, die Pflege hat keine Lobby und ich würde sagen, dieser Gesetzesentwurf, so wie er jetzt konzipiert ist, den hätte keine Gewerkschaft in Deutschland akzeptiert, ab dem nächsten Jahr 5% mehr zu erhalten. Das können wir also sehen, dass die Pflege dazu... Nachdem 2017 zuletzt erhöht wurde. Genau, 6 Jahre lang keine Erhöhung und dann ab dem nächsten Jahr 5%, das hätte keine Gewerkschaft akzeptiert. Deshalb würde ich den Punkt unterstützen und würde auch sagen, es ist einfach tatsächlich eine Frage der Prioritäten in der Politik. Also wir haben im vergangenen Jahr gesehen, wie aus dem Nichts heraus ein Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden für die Bundeswehr verabschiedet wurde. Ein solches Sondervermögen hätte man auch für die Pflege verabschieden können. Also das ist tatsächlich eine Frage der Prioritäten. Und letzter Punkt, wir müssen noch gar nicht darüber sprechen, wollen wir mehr Geld ausgeben, sondern wir müssen das und wir tun es ohnehin schon. Denn jeder dritte Mensch, der in Deutschland einen Pflegeheimplatz hat und gepflegt werden muss, ist ein Sozialfall. Eben weil die Eigenanteile in der Pflege so hoch sind, diese 2.400 Euro, die man im Monat zahlen muss, das können die meisten Menschen gar nicht. Das heißt, die Kosten werden ohnehin vom Staat und von der Gemeinschaft übernommen. Das heißt, wir würden sogar, wenn wir eine Pflege-Vollkaskoversicherung verabschieden würden, am Ende des Tages Geld einsparen, weil das natürlich dann nicht mehr vom Sozialamt getragen werden müsste. Also der Satz, den würde ich natürlich nicht so... Die Pflege hätte eine Lobby. Ich sage immer, die Pflege hat einen Ethikkodex. Alle Pflegekräfte, alle im Gesundheitsberuf haben sich eigentlich verpflichtet, nur für die Patienten und Patientinnen da zu sein. Würden sich alle Pflegekräfte und Gesundheitsberufe endlich mal solidarisieren, zusammenschließen und sich zusammenschließen mit den Angehörigen und den vor allem ihnen anvertrauten pflegebedürftigen Menschen, dann wären sie die mächtigste Lobbygruppe in Deutschland. Sie wären mächtiger wie die Eisenbahnergewerkschaft. Das Problem ist, es sind zum großen Teil einfach hausgemachte Probleme. Die Pflege ist in sich zerstritten. Und keiner von der Politik traut sich mit der Pflege anzulegen. Herr Bettnerz. Und das muss man umdrehen. Ganz kurz, es muss ja kein Entweder-Oder sein. Man kann ja im Prinzip auch staatliche Zuschüsse erhöhen und trotzdem stärker in Richtung einer Bürgerversicherung gehen, um es auf verschiedenen Schultern auch letztlich zu lasten.
Und man muss natürlich sehen, Stichwort Sondervermögen, das ist ein einmaliges Sondervermögen. In der Pflege würde das natürlich jährlich auflaufen. Aber wir jetzt aber, ein Loch von 2 Milliarden haben, das hätte man ja, natürlich einfach stoppen können. Ja, absolut unbestritten. Und man muss sehen, das Problem wird größer werden. Also man rechnet bis 2055 mit einem Anstieg der Pflegebedürftigen um ungefähr 37%. Also von jetzt 5 auf 6,8. Aber wer rechnet das so aus? Ja, aber man muss, aber wie gesagt, man muss ist eine Frage der Bundesamt. Ja, man kann das ja ausrechnen, ist eine Frage der Prüfung. Aber man muss wirklich jetzt mal grundsätzlich an dieses Problem herangehen und nicht eben nur diese Minikosten. Aber wir brauchen sofort Maßnahmen. Bedanke mich für eine Runde, die mir deutlich gemacht hat, es gibt ganz unterschiedliche Beteiligte im System. Also ein pflegender Angehöriger ist in einer ganz anderen Situation als jemand im Heim oder jemand, der professionell in der Pflege arbeitet. Ich habe verstanden, wir haben offenbar einen Knäuel von unterschiedlichsten, höchst komplexen Regelungen, die Sie versucht haben zu erklären. Danke dafür. Und ich habe verstanden, wir werden zwangsläufig, weil die Zahl der Bedürftigen steigt, dieses Thema wieder auf den Tisch bekommen. Bedanke mich für diese Runde. Wenn Sie in der ARD dabei bleiben, dann jetzt im Europa-Magazin mit dem Bericht aus Brüssel. Eine Sendung zum Thema jüdisches Leben in Europa. Im Radio, im Netz und bei Phoenix Presseclub nachgefragt. Danke, tschüss und lasst sich's gut gehen. Machen weiter. Presseclub nachgefragt. Presseclub nachgefragt im Fernsehen bei Phoenix, im Radio bei WDR 5 und natürlich im Netz. Und jetzt mit Markus Kurtenschulte aus Köln. Guten Tag, Herr Kurtenschulte. Schönen guten Tag. Ich habe eine Frage an die Frau Quartbeck. Die sagte relativ am Anfang der Sendung, man könne ja keine komplette Lohnersatzleistung für pflegende Angehörige bezahlen. Da frage ich, warum denn eigentlich nicht? Mir würde das sehr helfen. Ich pflege rund um die Uhr meine Mutter. Und von den 545 Euro für den Pflegegrad 3, die wir hier erhalten, muss ich sogar noch meine eigene Krankenkasse bezahlen, weil ich nicht arbeiten kann und deswegen mich privat bei der gesetzlichen Krankenkasse versichern muss. Wenn ich eine Lohnersatzleistung bekäme, dann hätte ich erstens mehr Geld und zweitens könnte ich auch noch krankenversichert sein. Also Frau Quartbeck. Ja, also die Lohnersatzleistung wäre natürlich in Ihrem Fall absolut wünschenswert und das würde ich Ihnen auch sehr gönnen. Es ist immer wieder diskutiert worden, ob man das machen kann, parallel wie man das Elterngeld hat, wobei das Elterngeld ja eben auch nur für einen begrenzten Zeitraum gezahlt wird, ob man eben auch für pflegende Angehörige solch eine Lohnersatzleistung schaffen kann und hat dann eben aus Haushaltskosten sind das bisher immer nur diese 10 Tage, in denen man eben dann diesen quasi vom Staat bezahlte Zeit bekommt, um sich um die Pflege der Angehörigen zu kümmern. Es ist schlicht nicht finanzierbar. Es wäre total wünschenswert. Und dass Sie Ihre Krankenkasse dann selbst noch finanzieren müssen, das ist nicht in Ordnung. Und an der Schraube müsste gestellt werden. Mhm. Herr Kurtenschulte. Kann ich so nicht nachvollziehen. Mhm. Wenn ich selber arbeiten könnte, würde ich sicherlich mehr Geld verdienen, als wenn ich hier eine Lohnersatzleistung, sagen wir mal, von ich weiß nicht was, 1200 oder 1500 Euro erhalten würde. Mhm. Kann ich so nicht nachvollziehen. Ich mache das hier auch nicht seit 10 Tagen, sondern seit 3,5 Jahren. Mhm. Also ich finde das sehr, sehr traurig. Ich würde Ihnen gerne, Herr Kurtenschulte, den Respekt der Runde aussprechen. Ich glaube, Sie stehen für viele, die das tun. Und insofern kann ich Ihre Perspektive gut verstehen. Aber auch die politische Antwort ist im Moment eindeutig. Danke nach Köln. Und in Schmölln ist Sabine Grüttner in der Leitung. Frau Grüttner, willkommen in der Sendung. Sie haben das Wort. Ja, schönen guten Tag, Herr Schönborn, und liebe Grüße auch an die Runde. Also meine Eltern, die sind alle beide im Heim hier in Schmölln. Und mein Vater und meine Mutter, die sind getrennt in einem Zimmer untergebracht. Mein Vater, ist nur im Zimmer. Er geht nicht raus, er geht nicht unter Leute, er ist immer als Letzter beim Frühstück da. Da sind die anderen bald schon wieder fertig. Er wird nie geholt von einer Pflegekraft.
Meine Mutti klopft immer vor zwar an, aber um meinen Vater kümmert sich keiner. Und bei meiner Mutter, die kommt mit dem Rollator. Und wenn sie mal rausgehen würde, dann würde sie zwar klingeln, aber die traut sich das nicht. Sie tut sich dann auf dem Stuhl die Jacke verkehrt rum anziehen, weil sie Arthrosen hat in den Händen. Es ist keiner da in den zwei Etagen. Da sind 30 zu Pflegende oben, 30 unten. Und es ist kein Pflegepersonal groß da in diesem Heim in Schmölln, wo noch zwei andere hier in Schmölln sind. Ich habe zwei Ukrainer jetzt reingebracht in dieses Heim, die sich um die Verpflegung kümmern und ums Saubermachen. Es ist schlimm, wenn welche Urlaub haben oder krank sind. Sie kommen, da müssen andere viel, viel mehr arbeiten und kriegen keinen Tag frei. Es ist schlimm, was der Herr Fussek sagt. Hier geht es immer nur um Gelder, aber um die Menschen, die krank sind. Es ist ganz, ganz furchtbar. Frau Grüttner, vielen Dank, dass Sie das mit uns geteilt haben. Das ist Ihre Perspektive. Auch da gibt es sicherlich viele, bei denen das ähnliche Empfindungen oder Gedanken auslöst. Insofern lassen wir das gerne stehen. Auf Wiedersehen. Danke, dass Sie dabei sind in der Sendung. Und gehen nach Frankfurt zu Jochen Habermann. Hallo, Herr Habermann. Einen wunderschönen guten Morgen an die Runde. Guten Mittag, also ich selber bin ja schon über 80, gehöre ja eigentlich zu den Leuten, die gepflegt werden sollten. Aber im Augenblick ist das alles eine andere Sache. Ihre Diskussion hat im Grunde zwei wichtige Dinge gesagt. Die müsste man also dann auch aussprechen. Nämlich einmal auf der Einnahmenseite, da müsste diese Beitragsbemessungsgrenze, die müsste fallen. Sondern jeder zahlt einen bestimmten Betrag, einen prozentualen Betrag von seinem Einkommen in die Pflegeversicherung. Und dann wird wahrscheinlich sogar, oder auch in die Krankenversicherung. Und dann wird dieser Betrag dann auch nicht so hoch sein. Und die andere Sache ist nämlich die Pflege selber. Und die muss nach meiner Meinung gemeinwohlorientiert sein. Also private Pflegeheime, die dann da also meinen, sie könnten also richtig zu lang. Natürlich, wer es Geld hat, soll es tun, aber das finde ich nicht in Ordnung. Die letzte Anruferin hat ja nun gezeigt, was da los ist. Es geht dabei sehr, sehr vielen Pflegeeinrichtungen geht es eigentlich um die Rendite. Und wenn die steigt, dann ist es gut. Ansonsten müssen wir sparen beim Personal oder bei der Pflege. Und das sind die beiden Punkte, die sind politisch wahrscheinlich sehr, sehr schwierig umzusetzen, aber nur die werden dieses System in Ordnung bringen und nicht irgendwelche Reparaturen links oder rechts, so kleine, so 5% hier und 5% da, sondern Beiträge für alle, wie wir alle zahlen einen bestimmten Betrag ein und dann verteilt wird es dann sozusagen von der gemeinwohlorientierte Pflegeaufsicht und der Staat oder die Gesellschaft muss das kontrollieren. Herr Buschek hat ja das schon einigermaßen schon mal aufs Tapet gebracht und das muss diskutiert werden, ob das in Ordnung ist. Ich halte das für in Ordnung und das, was wir heute haben, ist ja im Grunde nur Flickwerk. Herr Habermann, vielen herzlichen Dank. In der Tat, diesen Punkt hat Herr Buschek schon gemacht. Er ist der Ansicht, dass man keinen kommerziellen Markt aus der Pflege machen sollte. Ich habe eine Frage, ich weiß nicht, wer das in der Runde beantworten kann. Gibt es eine politische Debatte, Pflege auf gemeinnützige Organisationen zu beschränken? Es gibt, es ist Marktwirtschaft. Nicht. Pflege ist Markt. Es gibt niemanden, der jetzt die Absicht hat, das zu ändern. Doch, es in den Regionen. Kommunen ergreifen von sich aus die Initiative und sagen, wir machen es einfach. Wir schauen, wer ist die Träger unseres Pflegeheimes, wer kriegt den ambulanten Dienst und wir übernehmen Eigenverantwortung. Und Kommunen entscheiden darüber, ihrem Gebiet Pflegedienste anbietet. Die entscheiden das, die planen das, die Landkreise, man nennt das Kommunalisierung der Pflege. Okay. Das ist, denke ich mir, der Trend. Es flammt immer wieder die Debatte auf, dass das Geld nicht in Aktiengesellschaften fließen soll. Ja, aber die flammt immer wieder auf. Aber das ist ja ein wichtiger Punkt, der, glaube ich, vielen nicht bewusst ist, dass dort Kommunalpolitik handeln kann. Genau. Es gibt tatsächlich auch eine Partei, die das fordert, das ist die Linke. Also die fordert, Profite in der Pflege zu deckeln und sozusagen auf ein gemeinwohlorientiertes Gesundheitswesen das anzustreben. Also es gibt in den einzelnen Parteien, auch SPD und bei den Grünen, gibt es einzelne Abgeordnete, die diese Idee auch unterstützen. Genau. Ja. Peter Schlag hat das Wort in Essingen bei Ahlen. Guten Tag, Herr Schlag. Ja, guten Tag an die Runde. Mir kommt da bei dieser ganzen Diskussion immer wieder und natürlich vielen anderen, denen es gleich geht, die Frage, wo ist eigentlich die Gleichbehandlung?
Meine Frau und ich haben zwei Kinder aufgezogen. Nach 50 Jahren hatten wir unser Häuschen abbezahlt. Gott sei Dank haben auf Urlaub verzichtet, Kinder also relativ knapp gehalten, kein Luxus. Und dann geht man dann im Alter ins Pflegeheim und alles ist sozusagen umsonst. Genau. Warum haben wir es denn nicht so gemacht wie andere? Wir haben alles verlebt, sind auf großem Luxus weiter das Leben. Und warum, was ist da noch ein Anreiz dafür, dass Leute sagen, na, ich investiere in ein Häuschen, da habe ich im Alter gut. Genau. Bei der Eigentumswohnung, wenn man pendelt wird, die ist ja auch teilweise frei, wenn man Hartz-IV-Empfänger ist. Das bedeutet das ja für mich in der Konsequenz, schnell Häuschen verkaufen, das Geld auf die Seite bringen, Kinder geben und in Miete wohnen, weil der andere zahlt ja dann der Staat, wenn es mir dann schlecht geht. Frau Bettnartz. Und übrigens, so läuft es auch zum Teil. Also ich habe auch mit mehreren Leuten aus der Branche gesprochen. Also genau diese Tricksereien werden letztlich versucht, um dieser Ungerechtigkeit zu entkommen. Und ich hatte vorhin ja auch gesagt, also das ist eben ein Fehlanreiz, der geschaffen wird, weil Sparsamkeit und sich etwas aufzubauen wird nicht belohnt. Und im schlimmsten Fall ist es eben so, wenn einer der beiden Ehepartner ins Heim kommt und das Kapitalvermögen aufgebaut ist, darf zwar der überlebende Ehepartner oder nicht im Heim lebende Partner in dem Haus noch teilweise wohnen, aber bekommt natürlich dann auch wirklich in finanzielle Schwierigkeiten. Und das kann nicht sein, also dass derjenige, der sein Geld verprasst, im Grunde sofort zum Amt gehen kann und der spart, verliert alles. Das ist absolut meine Haltung zu diesem Thema. Vielen Dank, Herr Schlag. Wir gehen weiter nach, Entschuldigung, wir sind bei unseren Zuschauern. Wir gehen weiter nach Krefeld zu Harald Müller. Bitte schön. Guten Tag, willkommen in der Sendung. Ja, schönen guten Morgen in die Runde oder Mahlzeit. Ich bin in einem ambulanten Pflegedienst tätig und zwar in einem privat organisierten Pflegedienst. Also vorab meine Anmerkung. Der Vorschlag, die Pflege auf gemeinnützige Basis zu stellen, ist im Wahlprogramm der Grünen in NRW festgeschrieben worden. Man will also private Pflegedienste und private Heime wie meinen Arbeitsplatz streichen. So, meine Anmerkung zu dem ganzen Thema ist aber eine andere. Seit Anfang dieses Jahres sind die Löhne im Pflegedienst gestiegen. Wir unterliegen jetzt der öffentlichen Dienst. Die Löhne waren vorher in Ordnung. Keiner musste betteln gehen. Alle kamen mit dem Lohn klar. Die Konsequenz daraus ist, dass viele meiner Patienten, die Angehörigen, den Pflegevertrag gekündigt haben und das Geld, was von der Pflegeversicherung ausgezahlt wird, als zweites Einkommen nutzen. Man kann ja essen gehen, man kann in Urlaub fahren. Es entstehen zwar Kosten bei der Pflege wie Inkontinenzmaterial oder Medikamente, die privat gezahlt werden müssen, aber es wird als zweites Einkommen angesehen, was eigentlich nicht Sinn der Sache ist. Mein Vorschlag und der auch von meinen Kolleginnen schon mal öfters geäußert wurde, war, das, was von der Pflegeversicherung zur Verfügung gestellt wird, allein für die Pflege aufkommen zu lassen. Die Angehörigen bekommen nichts mehr ausgezahlt. Dadurch ist die Pflege auch gesichert. Wir machen regelmäßig Pflegebegutachtungen der Kasse. Ich weiß nicht, in welchem Zustand die zu Pflegenden ansonsten sind. Die werden vielleicht einen Tag vorher oder am selben Tag noch mal kurz gewaschen oder gepflegt, umgezogen, weil ja die Termine feststehen. Und ansonsten weiß ich nicht, was da läuft. Bisher hatten wir ja den Überblick, was in den Familien vor sich geht. Aber seit die Pflegeverträge gekündigt werden, keine Ahnung. Also das System müsste von vornherein so organisiert werden, dass die Gelder nur noch den Pflegebedürftigen zugutekommen. Ja, bedanke mich für Ihre Position. Herr Müller, wir haben noch weitere Hörerinnen und Hörer. Bedanke mich für Ihre Position. Jetzt drücke ich. So. Also danke für Ihre Position. Ist eine Perspektive ganz anders, als ich am Tisch geäußert wurde. Aber es zeigt, wie vielfältig der Pflegealltag ist. Wir gehen zu Ute Dante nach Langenau in Württemberg. Hallo, Frau Dante. Ja, guten Morgen. Ich habe eine konkrete Frage, vielleicht die Frau Bettnartz, aber auch jemand anders in der Runde. Sie hat es eben schon mal angesprochen, ob das eine Deckelung seitens der Sozialkassen gibt.
Also ich werte gar nichts. Ich sehe, wie komplex und wie kompliziert das ist und dass die Heime wirklich auch teilweise um Gelder das nicht verplempern, sondern sich auch viele Heime Mühe geben, muss ich wirklich auch sagen, im Vergleich zu der Dame, die vorher angerufen hat, was ich sehr traurig finde. Aber meine Frage wäre konkret diese Sozialkarte. Es geht auch nicht um die Pflegeleistung, sondern um diese Investitionskosten. Die sind zwischen Ost, West, Nord, Süd, je nachdem, wo man wohnt, sehr unterschiedlich. Und da habe ich einfach die Frage, die also von Seiten der Sozialkassen, wird das gedeckelt, dass man sagt, also es ist schön, dass es die ihre Mutter vor Ort haben, aber leider ist das dort zu teuer, bringen Sie es doch mal nach JWD XY, da ist das Heim preiswerter und nur das zahlen wir. Das habe ich mich mit Kollegen schon mal in meinem Alter unterhalten, die auch Pflegeangehörige haben, also zu Pflegende, und das war uns nicht klar. Gibt es da, dass die Sozialkassen sagen, wir bringen Sie es mal woanders hin, da ist es preiswerter für uns. Würde mich mal interessieren. Ja, weiß das jemand von Ihnen? Sie waren angesprochen. Naja, also die ganz kurz, die Sozialkassen verhandeln jährlich mit den Heimen, welche Sätze in Form einer Erhöhung bewilligt werden und passen schon auf, dass das nicht zu hoch geht. Aber es ist so, auch gerade bei den gemeinnützigen Heimen, dass das schon ziemlich auf Kante genäht. Also das ist jetzt nicht so, dass die munter einfach nur die Preise erhöhen, sondern die Kosten steigen tatsächlich. Aber es gibt Unterschiede je nach Bundesland, aber dass die jetzt so hoch wären, dass man ernsthaft überlegen kann, Angehörigen anders Bund zu, das ist sehr unrealistisch. Also das glaube ich, passiert nicht. Ja. Wir gehen nach Magdeburg zu Dagmar Anton. Hallo, Frau Anton. Ja, guten Tag, mein Name ist Anton, ich rufe aus Magdeburg an. Ich bin jetzt Rentner, war früher selbstständig, Technikerkasse versichert und habe immer Pflegeversicherung bezahlt. Habe mich gestern mit einem Bekannten, der noch selbstständig ist, privat versichert ist und der bezahlt auch Pflegeversicherung. Die Angabe von Herrn Gutensohn, dass die Selbstständigen auch mit einzahlen müssten, ist also so nicht richtig. Danke, dass Sie den Punkt ansprechen. Ich gebe Herrn Gudensohn das Wort, weil wir kurz vor den Nachrichten am Ende der Sendung sind. Man kann freiwillig sich sozusagen dazu entscheiden, Pflegeversicherung zu bezahlen. Das ist natürlich möglich, ist überhaupt kein Problem. Aber es gibt keinen gesetzlichen Zwang für alle einzuzahlen. Okay, Frau Anton, ist das vielleicht die Lösung? Möglicherweise ist es eine freiwillige Entscheidung, das zu tun. Keine freiwillige Entscheidung. Bei Ihnen nicht? Gut. Gehört auch, glaube ich, zu den sehr schwierigen Fragen, die wir nicht klären konnten. Danke, dass Sie dabei waren. Danke für Ihre ganzen Rückmeldungen und Kommentare und Anrufe. Ja, ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und eines ist ganz gewiss, das Thema kommt auf Wiedervorlage, auch wenn die Pflegereform wie geplant am Freitag im Bundestag verabschiedet werden sollte. Danke, tschüss und lasst es sich gut gehen. Verhandlungen.